ass and turn up the ow. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei der nächsten Folge MMA ohne Maske. Wie ihr seht, David Sagat Zawada findet heute halbe Stunde für uns Zeit. Wir quatschen mal über seinen Kampf und es gibt so ein paar Themen, interessante Themen, die man mit David besprechen kann. David, erste Thema, die mir wirklich jetzt ganz spontan auffällt, ich habe mal gerade gemerkt bei dir, du hast mit YouTube angefangen. Erzähl mal, Genau. Macht dir das Spaß? Wie kam die Idee? Ich sag mal so, YouTube habe ich verfolge natürlich YouTube, ich schaue das ja auch gerne so, wenn ich mal so, keine Ahnung, so Timeout habe und so, dann schaue ich natürlich gerne die Vlogs von den anderen Jungs und was die so tun und sehe, dass das halt so auch viele Jugendliche anzieht und so weiter. Mir wurde das ja schon vorher immer gesagt, dass ich das auch tun soll, machen soll, aber ich war nie so, also ich bin auch eigentlich gar kein Typ dafür, aber ich glaube so, um den Sport und vor allem mir jetzt selber so meinen Endspurt, sage ich mal, auch einen Gefallen zu tun, den Leuten ein bisschen preisgeben, wie so ein Kämpferleben aussieht, wie das von professionellen Athleten ein bisschen rüberkommen soll, natürlich auch eventuell so, dass ich auch an Sponsoren besser dran komme und so weiter. Ne? Ich sag mal, das ist jetzt Marketingtechnik was Gutes. Jetzt vor allem vor meinem Kampf habe ich jetzt damit gestartet, dass wir da. Es fing eigentlich an mit so ein paar Reels zu drehen für Instagram. Aus den Reels wurden dann längere Vlogs und dann haben wir halt überlegt, ey, dann lass uns doch direkt so einen YouTube-Kanal machen. Und ja, ne, also auf jeden Fall, da bedanke ich mich bei jedem, der mich da supportet und so. Ist zwar noch nicht sehr, was sehr Großes, aber was noch nicht ist, kann ja bald werden. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Für alle, die es interessiert, so jeden Mittwoch haben wir erstmal so einen Tag. Ab 20 Uhr wird dann jede Woche bis zu meinem Kampf ein Vlog stattfinden. Wie zum Beispiel jetzt. Die letzten, also zwei Videos sind ja schon draußen. Einmal, wo wir bei Octagon 57 da waren. Dann einmal so ein Alltag, wie ich mich vorbereite. Und der dritte Vlog wird jetzt auch mit Vorbereitung und etwas Privatem gemischt sein wieder. Von daher am Mittwoch 20 Uhr nicht verpassen, wer Bock hat. Oder vielleicht ist der schon draußen, der Vlog. Ich weiß nicht, wann das Interview raus ist. Von daher auf jeden Fall ist das so unser Ziel erstmal bis zum Kampf. Ein bisschen auch mein Kampf Octagon 58 auch ein bisschen so Promo dazu geben, ja. Ja, definitiv. Also ich finde es wichtig und richtig, was du machst, auf jeden Fall. Denn, weißt du, es sind so wertvolle Einblicke, die halt so Basics-Fans, aber auch allgemein Fans halt bekommen können bei dir auf YouTube. Ne? Die können schauen, wie die Vorbereitung so ist, wenn man ein bisschen Späße macht, ne? Dass man wirklich auch ein Typ ist. Natürlich, man kämpft ja im Käfig, aber trotzdem irgendwo ist da halt so ein Junge, weißt du, der auch Spaß am Leben hat. Und ich finde das super, ne, dass man auch die Seite sieht, nicht nur die ernste, kämpferische Seite, sondern auch die, sag ich mal, so wie wir alle sind, ne, wenn wir unter Jungs sind oder unter Freunden, dass man so ein bisschen locker entspannter ist. Und ich glaube, da kommen alle Zuschauer auf jeden Fall auf ihren Kosten. Deshalb unbedingt David Zawada bei YouTube folgen und jeden Mittwoch holt euch die Vlogs rein. Sehr interessant auf jeden Fall. Toll. Sehr guter Schritt, finde ich. Okay, lass uns mal weiterquatschen, denn wir haben heute Sonntag und gestern gab es so zwei sehr interessante und aber auch sehr wichtige Kämpfe für Deutschland. Zum einen war es Agit Kabaye, Boxen und zum zweiten Abus Magomedov, UFC-Kampf. Ja. Wie findest du die beiden Kämpfe? Zwei Siege, zwei schöne Siege, sage ich mal, zwei wichtige Siege, aber deine Ansicht? Ja, ja. Ne, das sind auch so zwei sehr gute Jungs, sehr gute Freunde von mir, auch alte Clubkameraden. Wir haben zusammen in einem Gym trainiert. Und ja, Agit, muss ich sagen, auch an der Stelle auch natürlich schöne Grüße an seinen Trainer, den Schükrü, weil ich weiß, was die beide an Arbeit gesteckt haben. Ich kenne die, seit die zusammen angefangen haben, also von vor, das war 2013, habe ich die das erste Mal kennengelernt und da habe ich halt schon so gesehen, also wenn man das jetzt vergleicht von damals zu heute, was für ein Sprung der Agit gemacht hat im Boxen, auch nicht nur jetzt im Boxen, auch generell mit seinem Körper, weil er war, wie das auch in den Interviews sagt, er hat halt mit dem Sport angefangen, um abzunehmen und aus so einem, Bootcamp wurde auf einmal eine Championship-Jagd geworden, ne, für ihn und
Stark. Also ich habe auch getippt, dass der den so in der 8., 9. Runde runterkriegt mit seinem Style, wenn der den durchbricht. Aber dass der in der 7. Runde, ne, noch schöner, noch geiler, richtig spektakulär. Ich kenne natürlich diese Körpertreffer von Agi, die sind unangenehm. Und der timet die auch richtig gut. Der hat mir damals auch schon so ein paar Boxtechniken immer gezeigt, wie man am besten den Körperschlag vorbereitet, weil das ist manchmal nicht so einfach, vor allem beim Boxen, wenn man eine Doppeldeckung hat, dass man da zum Körpertreffer gehen kann. Und er hat das halt gemastert. Ne? Man nennt ihn ja jetzt sogar den Liver King, ne? Dass der alle zu Leber runterholt. Jetzt die letzten zwei Siege, zwei ungeschlagene Gegner, mit seinem Druck, mit seinem Können, ja, zermürbt. Und das ist halt sein Style. Ne? Also ich glaube jetzt, viele werden ihn auf jeden Fall immer noch nicht unterschätzen. Und ja, er hat eine glorreiche Zukunft. Er ist jetzt Top 3 der Weltrangliste. Also vor ihm ist Usyk und Joshua. Und so Wahnsinn. wie Usyk hat jetzt auch gegen Tyson Fury gewonnen. Ich glaube aber, in der Klausel, im Vertrag, war auf jeden Fall egal, wer gewinnt. Es wird einen Rückkampf Rematch. geben. Von daher, also wäre ein super Kampf. Joshua und Agit waren auch mal zusammen trainieren. Also Agit hat ihm mal in London bei seiner Vorbereitung geholfen. Von daher, die Jungs kennen sich. Ne, das ist Competition. Man kennt sich, man kann sich mögen oder nicht, aber wenn man der Beste sein will, dann muss man gegen alle kämpfen, weiß ich mein. So, natürlich, so, es gibt sehr strenge Ausnahmen, sage ich mal, wenn Familie, wenn wirklich ein Freund von klein auf und der trainiert Seite an Seite mit mir, dann natürlich, das ist so Ausnahmen, die man machen kann. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden übersehe oder in Europa irgendwo kenne, mal okay mit ihm so ein Camp gemacht habe von 4 Wochen, man kennt sich, man ist sich nah, aber dann so ein Jahr nicht gesehen hat, dann kann man sich natürlich auch messen. Ne? Also da sehe ich jetzt nichts Ja, Böses und so. hundertprozentig. Und ich finde, dass für Agit, der sieht das genauso und der soll das durchziehen, weil seine Zeit ist gekommen. Er kann zeigen, er kann Deutschland nochmal, er hat schon Deutschland sehr hoch auf die Mappe gesetzt, was Boxen wieder angeht. Nach den Klitschkos und ich denke, der kann das sogar noch weiterbringen und ja, Geschichte schreiben, zusammen mit dem Schükri. Ja, hundertprozentig. Und ich glaube, für dich auch, ne, er trainiert oder er kommt ja auch zu UFD Gym oft trainieren. Und ich glaube, das ist für dich auch, sage ich mal, so ein wertvoller Sparringpartner, wie du schon mal erwähnt hast. Ne, er kann dich wirklich Sachen beibringen. Du kannst von, sagen wir mal, besten Fighter in Welt quasi lernen. Ne? Einer der besten Boxer. Und das ist echt sehr wertvoll, glaube ich, für jeden Kämpfer, der mit ihm, der neben ihm steht und trainiert. Ja. Was sagst du zu Abus? Sehr wichtigen Sieg, 30-26, einstimmige Entscheidung, auch sehr wichtig. Wie hast du diesen Kampf mitverfolgt? Ja, totale Dominanz. Natürlich habe ich da richtig mitgefiebert, weil MMA ist ja nicht so wie beim Boxen, dass wenn du siehst, ey, der ist da reingekommen, der macht sein Ding. Bei Abus war das halt so, da waren ein paar Situationen, wo der Brasilianer trotzdem immer noch explosiv war und gefährlich. Aber Abus hat das gut ausgespielt, seine Stärken aufgezwungen, das Ringerische und sein Grappling sowieso. Das ist auf einem ganz anderen Niveau. Diesmal konnte er es endlich mal zeigen, was der wirklich kann. Von daher hat er auch so den ganzen Hatern, die gesagt haben, hey, der ist eine Luftpumpe oder keine Ahnung, der hat keine Kondition. Hier habt ihr mal gesehen, wie ein Abus, ich sage immer noch nicht, das waren 100%, weil er kann natürlich noch besser, noch mehr. Ich denke, dass er diese zwei Niederlagen, die im Hinterkopf hatte, deswegen hat er es sicher ausgespielt. Den Kampf hat er auch sehr gut gemacht, total dominiert, ja, und nichts anbrennen lassen. Ne? Ich sage mal, natürlich, da waren ein paar Situationen, wo zum Beispiel die Runde immer anfing, wo ich mir dachte, boah, bitte fang jetzt keine Schlägerei an oder so. Lass den Ego aus dem Spiel, mach einfach dein Game weiter, wie du von der ersten Runde angefangen hast. Und das hat er auch gemacht. Ich sage auch, der hatte halt ein gutes Trainerstab mit dir, mit dem Daniel Abdul, den kenne ich auch. Der hat halt eine sehr gute Taktik aufgehabt, ne, weil er wusste, der Gegner ist stark von der Guillotine aus, die der auch ein paar Mal hatte. Sehr gute Escape-Defense von Abus und natürlich das American Top Team, wo er sich vorbereitet hat, hat er natürlich sehr gute Sparringspartner. Der Mike Brown war auch in seiner Ecke. Der ist auch ein sehr, sehr guter Bodenspezialist. Von daher denke ich, ja, das waren auf jeden Fall so Aspekte, die ihn sehr verholfen haben für den Sieg. Ja, ich bin stolz, dass er gewonnen hat und ich, ja.
Ich hoffe, das Beste für ihn in seiner Zukunft, soll er auf jeden Fall so weitermachen. Und ja. Ja, das hoffen wir natürlich auch, denn er repräsentiert ja Deutschland und es ist eine große Sache auf jeden Fall. Ein UFC-Fighter also einen deutschen UFC-Fighter in UFC zu haben. Und du warst ja auch da, du hast auch Deutschland repräsentiert, es gibt noch mehrere, aber jetzt aktuell ist es meiner Meinung nach unser bester Fighter in UFC. Ja. Einer der wenigen, die es noch da gibt. Deshalb, ja, auf jeden Fall Ist das nicht Glückwünsche sogar auch der meiner einzige? Wer ist denn Seite. noch in der UFC von Deutschland? Ich finde jetzt keinen Namen. Wer ist denn noch in der UFC von Also, Deutschland? wenn man das so nimmt, dann glaube ich noch Dustin Stolzfuß, aber er ist halb Amerikaner, halb Deutscher, Okay, ne? ja, okay, das sind Stolzfuß, ja. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, das ist. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, dass ich das gesagt habe. Und es ist wirklich wahrscheinlich sind die letzten zwei, die da noch mitspielen, wenn ich so richtig jetzt liege. Ja, Ja. das ist krass. Aber es werden Okay. ja noch ein paar Nachfolgen, sage ich mal. Ja, sicher, sicher. David. Wir kommen natürlich auch zu dir jetzt nach 10 Minuten sprechen, denn wir möchten vor allem über dich sprechen. Du hast jetzt bei Octagon 53, ich sage jetzt, es ist für mich noch vor kurzem gewesen, du hast jetzt nach ziemlich langer Zeit, sage ich mal, vor heimlichem Publikum gekämpft. Ne? Ich habe Ja. nachgeschaut, glaube ich, zuletzt hast du 2016 in Köln bei den Respect FC gekämpft, in, Ja, sag ja, mal, ja, ja. in diesem Gebiet, Ruhrgebiet. Ja. Wie war es für dich wieder? Nach Hause zurückzukehren vor ausverkaufter Halle und einen sehr, sehr wichtigen Sieg zu holen. Ja. Ja, es ist schön, ne? Also vor allem, dass Familie, Freunde immer dich mitkommen können, supporten, auch Clubmitglieder und so weiter. Übersee ist das ja halt sehr schwer, dass das alles eher über Streams und so weiter. Aber ne, es ist schön, ne, auch dass die Halle gefüllt war, viele, die mich bejubelt haben und so weiter. Es gibt natürlich immer einen anderen Push, als wenn man immer ausgebuht wird oder ich sag mal, wenn die Halle leise ist. Und ja, es hat mich auf jeden Fall gepusht, hat Spaß gemacht, war auch ein, wie du sagst, ein wichtiger Sieg für mich, wieder zurück, auch nach zwei Niederlagen über See, also bei PFL verloren, dann wieder zurückzukommen nach Deutschland mit dem Rücken zur Wand. Den Sieg zu holen gegen einen sehr starken Gegner, der motiviert reinkam mit zwei Siegen, der sich auch einen Ja. Sieg über mich vielleicht für einen Titelkampf qualifiziert hätte oder Titeljagd, sage ich mal. Der Hodge hat auch ein super Sportsmann. Ich mag ihn durch und durch, ne, bis heute. Wir supporten uns jetzt auch gegenseitig. Und ich sag mal, es war ein harter Kampf. Ne? Ich wusste seine Aspekte, die ringerischen. Er konnte damit halt sehr gut punkten, ne, in dem Kampf. Er hat mich jetzt die ersten zwei Runden lang dominiert. Aber es hat ihn halt die Kräfte gezerrt. Und ich bin halt so ein Typ, der immer gerne wieder aufsteht und nach vorne pusht. So. Und ja, ich glaube, das war der Mittel zum Zweck in dem Kampf. Und ja. Also, man sagt ja auch so schön, der Kampf ist erst zu Ende, wenn der Referee den Kampf beendet. Und genau so habe ich Richtig. das auch gesehen. Von daher, ich habe ihm keine Luft. Am Ende wusste ich, der war halt sehr, sehr angeschlagen, auch in der dritten Runde. Ich habe ihm ein eingesprungenes Knie gegeben, ich habe den Takedown geholt, ich saß auf der Mount für 2 Minuten, dann ist er noch einmal rausgerutscht, dann habe ich die Position aufgegeben. Aber ich habe gemerkt, der war wirklich erschöpft, dann kam der nochmal runter, wollte die Runde sozusagen on top beenden, aber so leicht wollte ich mich nicht hergeben und dann ja, kam das wie aus der Pistole geschossen, der Heel Hook. Ich hoffe, ich habe ihn und glaube ich nicht zu sehr, der ist wieder im Training. Natürlich habe ich ihn ein bisschen, glaube ich, so am Knöchel verletzt. Ist halt so ein ja, ist halt so eine Gefahr bei einem Heel Hook, ne, das ist immer passiert. Ja. Aber das war halt meine letzte Chance und ja, der Mittel zum Und du hast Zweck ihn und nicht zum Sieg. genutzt. Genau, ja, So. das ist Kampfsport, das ist der Krampf, ne? Korrekt. Man nimmt, was man kriegt. Richtig. Ich habe da so zwei, drei Fragen, die würde ich am besten Ja. auf einmal stellen, aber ich gehe nach und nach. Die erste Frage: Du liegst zwei Runden dahinter. Du hast gesagt, er hat dich dominiert in dem Kampf, ne? Ja. Wie gehst du mental eingestellt quasi in der dritten Runde, okay, du hast schon vielleicht gemerkt, da ist Booster aus und so weiter und so fort, aber trotzdem zwei sehr starke Runden, aber du hast nicht aufgegeben, ne? Du hast diese Kämpferherz gezeigt, du bist aufgestanden, gekämpft, gekämpft, was auch in ungünstige Positionen die ersten zwei Runden trotzdem weiter mitgemacht. Ja.
Was war dein Mindset? Was war dein Statement? Also schau mal, so nach der ersten Runde, wo der mich zu Boden gerungen hat, habe ich gemerkt, so, also ich habe aufgepasst, ne, weil ich habe ja auch gesehen, wenn er die Jungs zu Boden ringt, er will sich den Rücken sichern und der hat ja zweimal Rear Neck Choke so gewonnen. Und Ja. das habe ich halt auch viel gedrillt mit einem, meinem Freund, dem Mimon. An der Stelle auch schöne Grüße, Grappler vom Taifun Luta Livre. Ich habe halt mit ihnen halt viel gedrillt, diese Escapes vom Rücken, von der Käfigwand immer wieder aufstehen. Das habe ich sehr oft gedrillt und deswegen war ich ja halt ziemlich ruhig. Und habe es gemerkt auch so in Mitte der ersten Runde, als ich aufgestanden bin nach dem Scramble, dass er auch müde wurde, ne, von der Kontrolle die ganze Zeit oben zu liegen, von den Ground and Pound, was der mir gegeben hat und so weiter. Und da habe ich halt noch in der ersten Runde die letzten 10 Sekunden einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich so ein eingesprungenes Knie antäuschen und schlagen, aber mittlerweile belächeln mich auch so meine Jungs, weil ich da so hoch springe und der shootet dann und packt mich wieder auf den runter. Und da habe ich mir gesagt, ey, hätte ich mal einfach das Knie hochgezogen. Vielleicht wäre der Kampf ja schon nach der ersten Runde vorbei. Egal, das sind ja, Erfahrungen, die ich sammle. So konnte der die Runde für sich entscheiden. Aber als ich dann in die Ecke kam und mein Bruder reinkam, ne, der hat gesagt, wie fühlst du dich? Ich bin gut so, ne, ich werde gerade warm. Und der meinte, ey, der wird müde. Ich weiß. Der meinte, ich geh jetzt nach vorne. Der meinte, aber nein, ey, bleib auf Taktik, fall nicht rein, dass du dich nicht runterkriegst. Ich mache jetzt Druck die ganze Zeit, weil ich weiß, der ist müde und ich habe die Luft, meine Luft kam gerade. Und ja, deswegen habe ich halt so ein bisschen so diesen Schlagabtausch gesucht. Weil ich mich auch da so, ich sag mal, ne, man hat ein bisschen so im Kopf, ne, man denkt so, der hat mich ja gut getroffen, aber ich sag mal so, für mich war das nichts. Weißt du, so, was soll ich sagen, war nichts. Natürlich hatte ich ja Schramm, Cut und so, also so einen kleinen Cut. Aber das waren jetzt so keine Treffer, wo ich sage so, boah, ne, also ich muss jetzt aufpassen, sondern das war so ein Treffer, der gibt mir, ich gebe ihm zwei, drei Dinger zurück und der wird müder, so, weißt du, er merkt so, boah, seine Schläge kommen nicht an, dann kamen seine Takedowns auch nicht mehr so gut. Ich glaube, in der zweiten Runde hat er mich auch noch einmal oder zweimal auch runtergekriegt, aber ich bin hochgescrambled, bin hochgekommen und konnte einen von drei konnte ich verteidigen, genau. Und ja, also das war halt so mein Push, ne? Ich muss nach vorne. Und nach der zweiten Runde hat mein Bruder hat gesagt, ey, du liegst hinten mit Punkten, aber du musst den Finish. Ne? Ich habe gesagt, ja, normal, ich muss. Weil ich wusste das vom Gefühl her, okay, ich liege zu sehr auf dem Rücken. In der zweiten Runde war ich mir nicht ganz klar so sicher, ob ich da hinten liege, weil ich mir dachte, hey, ich habe ihn doch auch gut getroffen, aber egal, ich muss ihn finishen. Und ja, und so kam es. Ne? Dann habe ich halt weiter Druck gemacht und ich habe in seinen Augen, ne, du siehst, wenn man im Kampf ist, man sieht das halt im Kampf so, dass der ein bisschen schon keinen Bock hatte. Auch vor allem mit den Calf-Kicks, die ich eingesetzt habe, habe ich auch so sein Bein gut bearbeitet. Der musste auch immer die Aussage wechseln und wenn er die Aussage gewechselt hat, war der im Southpaw-Modus. Und da habe ich halt immer zum Körper gezielt, auf die Leber. Das hat mir halt auch viel Luft wieder geraubt, konnte er keinen Takedown mehr landen, ich glaube nur noch einen, wo ich auch sofort hochgescrambled bin und dann noch Druck gemacht habe und ihn selber zu Boden gerungen habe. Und dort ja, dominante Position, wie eben angesprochen, Ground and Pound, das hat ihn auch nochmal die Luft geraubt. Ja, da war ich ein bisschen so am Ende zu sicher, weil ich habe gehört, der Referee war schon am sagen, hey, Hodgson arbeitet. Und ich habe mir ja korrekt, der wird den gleich abbrechen, ich schlag, schlag, schlag. Und dann ist er mir einmal kurz rausgerutscht, meinte, ne, so, ne. Und dann war sein Kopf da, ich wollte noch zu einer Guillotine packen, die hat er gut abgewehrt, dann wollte der mich, glaube ich, einmal in Dust Choke ziehen, da habe ich mich auf den Rücken gedreht, dann stand der vor mir und ich habe mir dann gedacht, wo ich mir auf dem Rücken lag und das war noch eine Minute, ich denke so, boah, scheiße, ich muss auf jeden Fall aufstehen, so weißt du, ich muss aufstehen, ich muss irgendwie noch den Finish holen und dann kam der halt, ne, in die Guard gesprungen und dann war Autopilot, ne, da war bei mir so, boah, okay, der kommt runter, ich muss ihn sweepen, ich habe mir nur gedacht, also wo ich zum Hilo gegangen bin und ihn festgehalten habe und ich mich reingedreht habe, ich war jetzt nicht so, dass ich ihn da irgendwas reißen will und ich dachte mir, guck mal, der wird sich bestimmt mitdrehen, weil der Escape dafür ist, ne, wenn ich mich drehe, der Gegner dreht sich mit und rutscht dann noch irgendwie raus. Nur ich glaube, ihm hat ein bisschen die Kraft gefehlt, deswegen ist er stecken geblieben. Nur meine Attention war so, ich ziehe, er dreht sich raus, ich drehe mich nach vorne und packe ihn wieder, habe meine Top-Control und finish ihn dann so schnell, wie es geht. Aber dann, als ich mich wieder komplett einmal rumgedreht habe, habe ich so gesehen, der Referee kam schon dazwischen, weil er verbal aufgegeben hat. Er hat geschrien Verbal Tap Out, und ja, und somit mein ja. Gunst nochmal 30 Sekunden vorm Ende ein Finish geholt. Auch sehr gut, weil halt, ja,
ne, Punkte lag ich zurück. Wäre halt schade für mich, hätte ich da verloren, weil ne, erstens nach zwei Niederlagen dann eine dritte Niederlage rein und weil ich halt so gut wieder in den Kampf reingekommen bin, sage ich mal, nach diesen zwei verlorenen in die dritte Runde. Ja. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall stolz auf meine Leistung. Ne. Kann jeder beschmälern, wie der Safe. möchte, aber ich hatte schon mal so einen Kampf bei KSW, da habe ich auch zwei Runden voll auf die Glocken gekriegt. Da habe ich richtig auf die Glocken gekriegt, da hatte ich sogar Glück, dass der Referee-Mann nicht abgebrochen hat in einer Situation, wo ich zu Boden gefallen bin. Da wurde ich den Knockdown geschickt. Ich glaube, da stand ich 10-8 und 10-9 hinten. Und da habe ich auch den, finde ich, in der dritten Runde geholt, so weißt du. Und deswegen, mich kann man niemals abstempeln. Ich bin brandgefährlich von der ersten Sekunde bis zur letzten. Wahnsinn. Und wie vorher erwähnt, der Referee, wenn der nicht sagt, Kampf ist vorbei, ist der Kampf nicht vorbei. Und so lange bin ich am Fighten, Korrekt. weißt Ja, du. korrekt. Du hast ja Hojat besiegt. Ich muss sagen, für mich, außer Abus, ist jetzt bei UFC ist der gefährlichste Gegner eigentlich gewesen aus Deutschland, den man sich vorstellen kann. Also für mich persönlich ist das super gefährlich, ne? Weil, wie du schon mal gesagt hast, er ist sehr dominant. Gutes Ringen, aber auch Striking hat er ganz gut. Aktuell ist so zu meinem kompakten Fighter, genauso wie du. Aber warum ich so ein bisschen grinsen musste, du hast gesagt, ja, ich habe in zweiter Runde eine kassiert. David, gibt es eigentlich einen Kampf, wo du keine kassierst? Weil ich habe das Gefühl, bei dir geht es erst los. Ne? Das sagen wirklich viele Fighter, ey, ich muss erstmal so aufwachen, ich krieg ein, zwei, ne? Und dann, aber bei dir ist es tatsächlich so. Ich habe das Gefühl wirklich, auch bei Orhan Kartal, ne, der Kampf, wo du quasi in erster Runde, sag ich mal, einen Schlagabtausch kassiert hast, dann warst du erstmal so richtig dabei und dann hast du richtig so angefangen. Ist es tatsächlich so? Gibt es sowas, dass man wirklich den ersten Schlag bekommen muss, so um richtig zu starten? Also ich gehe jetzt nicht da rein und sage so, boah, ich warte, bis er mir eine gibt, damit ich anfangen kann. Aber manchmal ist das so, ne, weil man hat ja, ich sag mal, du hast ja auch Visionen, du hast Vorstellungen vor dem Kampf, wie du reingehst, was du machst am Anfang. Und irgendwie hast du dann so. Ja, dann fehlt das irgendwie so, dieser Push vom Gegner, dass der nicht kommt. Und da ist das halt bei mir so, dass ich halt diese Schritte nach vorne wage, aber ich überwiegend mal reinfalle und stehen bleibe. Und dann kommen halt diese Konterschläge wie bei Erhan Kartal, so weißt du. Der hat mich da halt auch getroffen und so, aber war jetzt auch nichts, wo ich sagen soll, boah, gefährlich, so weißt du. Aber wegen so einem Verhalten so kam es dann zu Vorfällen wie gegen zum Beispiel Carlos Leal, wo der mich getroffen hat. Er hat das halt gut gelesen. Wenn jemand so eines Kalibers mich dann trifft, dann passiert es genau das, was passiert ist. Und dann kann es ganz gefährlich sein, dass du einmal so Sterne siehst und dein Körper nicht mehr das tut, was er kann. Manchmal braucht man so einen, ich sag mal, Wachrüttler, ne? Dass man den Körper, also dass man auf sich aufpasst und so. Aber eigentlich, ne, also ich will natürlich am besten gar keine mehr kassieren, so weißt du, weil Ja, ich habe schon da definitiv. Blut am Augen, nicht nur vom Kämpfen, auch von Sparrings und so. Aber es gehört zum Sport. Ne? Beide trainieren für diesen Wettkampf. Beide Yes. wollen gewinnen. Von daher kann ich nie sagen, so, ey, nächsten Kampf werde ich auf gar keinen Fall mehr kassieren. Das ist natürlich meine Attention. Also ich trainiere dafür, ich trainiere mein Auge, ich trainiere meine Deckung. Aber genauso trainiere ich auch meinen Angriff. Und ich denke, Angriff ist die beste Verteidigung. Und von daher so. Der gibt mir einen, ich gebe den zwei zurück. So, weißt du? Ich weiß nicht, kennst du diese Dokumentation noch, die war von Mark Kerr, The Smashing Machine? Da gab es so eine geile Dokumentation. Mark Kerr, das war so ganz alt von den 90er Jahren, ein Kämpfer und der hat diese Dokumentation fängt halt so an. Der sagt so: Ich versuche meinen Gegner weh zu tun, bevor er mir weh tut. Und falls er mir doch weh tut, tue ich ihm doppelt so viel weh. So, weißt du? Und das ist so eine Ja, Attention, krasse so, die habe Einstellung, ich ja. von damals so aufgenommen. Und denke mir, ist cool, hat der recht, ne? Weil ist auch so. Ne? Ich gehe da rein, ich versuche zu Safe, treffen. Und falls der mich trifft, gebe ich ihm doppelt so viel wieder. Und das ist so, ne? ja. Der Plan jedes Fighters, ne? Yes, auf jeden Fall. Ey, der letzte Fun Fact zum Kampf zwischen dir und Hojat. Ich verpasse ja kein Oktagon. Entweder bin ich vor Ort oder ich schaue. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen mehr zu tun. Ich habe Ja, eigenes klar. Laden und ich war bei mir im Laden und ich so, hey, ich muss eigentlich gucken. Ne? Habe ich meinen Laptop geholt, Laden war voll, mir ist aber egal. Ich habe auch Besuch gehabt. Die Schwägerin war da mit ihrem Freund. Und die haben gesagt, hey, was guckst du da so? Ja, MMA, weißt du, die wussten schon, die wissen, ne, die beobachten, was ich da so die ganze Zeit mache und so. Und dann haben sie gesagt, okay, wir schauen zusammen. Und das war gerade dein Kampf, wo die quasi dazugekommen sind. Ne? Ah, okay, Haben die gesagt, hey, Alter, ne, ey, sympathisch, aber er,
quasi kassiert, ne? Habe ich gesagt, Leute, entspannt euch. Das ist MMA bis zum Schluss. Und das war beste Werbung für MMA, ne? Für die zwei. Ich habe gesagt, da musst du bis zum Ende kämpfen, ne? Ihr müsst so, warte, da kann noch was passieren, ne? Und ich war immer so, er wird noch was machen. Und dann kommt diesen Moment und die beiden haben mich so angeschaut. Ich so, hey, woher wusstest du das? Ich so, ich wusste es nicht, aber das ist MMA. Da kann wirklich bis zum Schluss was passieren, Unberechenbar. ne? Und mit diesem Kampf, ne, wo die dich zugeschaut haben, glaube ich, du hast auch zwei neue Zuschauer und auch das MMA Globus hat zwei neue Zuschauer gewonnen, weil die sind jetzt so voll interessiert, ne? Gucken sich die Sachen an, sagen, ey, wann ist der nächste Oktagon? Und Alter, das ist wirklich so beste Werbung für MMA gewesen auf jeden Fall. Ja, freut mich auch. Ich bin ja auch so, mein Style ist halt auch so, ich kämpfe viel für die Zuschauer. Ich sag mal, wenn die Ja, Mann. wissen, ich kämpfe, dann Attraktiv. wissen die, boah, der Kampf wird auf jeden Fall geil, so ist ja sehr gut. Ne? Ja, Kann auch sein, ja, der ja. kann schnell zu Ende gehen, je nachdem, ne, ob ich da nicht aufpasse, ob mein Gegner nicht aufpasst. Aber normalerweise ist da immer Performance geboten. Ja. Yes, auf jeden Fall. So, wir kommen zum deinen nächsten Kampf, nächsten Gegner. In ein paar Wochen ist es soweit. In zwei, drei Wochen. 8.6. kämpfst du in Prag. Edenstadion, Fußballstadion von Slavia Prag. Absolute Geschichte bei uns in Heimat. Marek Masuch steht dir jetzt vor Fäusten. Wir wissen seine starke Seiten, sage ich mal, auch schwächere Seiten. Du hast ihn schon sicher studiert. Aber wie läuft deine Vorbereitung? Ist es so eine spezifische Vorbereitung jetzt für Marek, da er ein guter Striker ist? Oder wie läuft das bei dir ab? Ja, also wie gesagt, so auch vor meinem letzten Kampf, mein Team hat sich ja gewechselt so. Ich bin jetzt im Mountain Fighters Academy Gym hier in Düsseldorf, MFA abgekürzt. Da habe ich gute jetzt Coaches an meiner Seite, alte Freunde, alte Bekannte von der Zeit von meinem Bruder, als er angefangen hat mit dem Sport von MMA. Da war, sind auch ein paar Jungs, wie der German Isagujew und sein Cousin, der Ilya Isagujew, die jetzt ein Gym geöffnet haben und mich da supporten, auch während meiner PFL-Karriere und so weiter, mich immer mit Pratzen, die haben mir immer irgendwas irgendwie geholfen, so gut die konnten. Und jetzt ist das halt so, dass wir uns da spezifisch trainieren und ich auch einen guten Boxtrainer habe, den Daniel vom Classic Boxing, der ist auch an meiner Seite, der verfeinert ja auch ein bisschen so an meinen Boxen, an meinen Skills. Und ja, und da habe ich halt ein Gym für mich, wo ich ein paar Leute mal einlade und die mir bei der Vorbereitung auch helfen, zur Seite stehen. Alte gute Freunde wie der Mohamed Grabinski, der Soran Solaya, sein Bruder Daniel Geil. Solaya und der Kamran. Das sind so Jungs, die mir ab und zu, wenn sie Zeit haben, helfen. Und ja, mein Bruder natürlich auch. Der ist auch da im Gym. Der hilft mir auch. Und das ist halt so, wie du sagst, spezifisch jetzt. Ne? Es ist, die schauen sich den Gegner an, mein Trainerstab, die sagen, das sind seine Stärken, das sind seine Schwächen, darauf musst du aufpassen, das müssen wir immer wiederholen. An der Kondition arbeite ich wie gehabt. Ne? Ich habe meine Strukturen, ich habe auch einen guten Freund und Strength Conditioning Coach, der Alex Kiesler. Mit dem bin ich auf jeden Fall immer einmal die Woche, ich sag mal im Wald, da machen wir unsere Exercises und Hill-Sprints, die sehr gut sind für eine gute Stamina. Und ja, also das Team um mich herum strukturiert sich nach meinem Kampf. Ne? Wir lernen voneinander, miteinander zusammen. Und ja, und das macht Spaß, weil die Jungs sind da, die haben Bock drauf, ich habe Bock drauf. Und das ist halt wieder so eine neue Motivation, so, weißt du? Und vor allem, dass das Gym noch so, ich sag mal, hier unbekannt ist, freut es mich, so Aufmerksamkeit in dieses neue Gym zu geben, weil da gibt es Ja. auch junge Talente, die ich trainiere. Und ich sag mal, die auch Spaß daran jetzt langsam finden, die das auch verfolgt haben, wie ich da Training gebe, dann wie ich diese Techniken auch umgesetzt habe. Wir haben ja auch so ein paar Reels dadurch gemacht, wie ich so eine Technik gezeigt habe, wie zum Beispiel den Heel Hook oder den Takedown auf dem Käfig. Da konnten wir das so einbauen, dass, weil das ein bisschen gepasst hat und so. Und dann sagen die, hey, so, das klappt wirklich. Ich sag ja immer so als Trainer, ich will jetzt keine Verarschereien da irgendwie so als Trainer fungieren. So, ich zeige den Sachen, die nicht klappen würden. So, ich zeige einfach genau die Sachen, die mir gezeigt wurden. Auch ein bisschen in meiner Art, so wie ich das auch im Kampf fühle, ob es klappt oder nicht, ist natürlich auch von jedem also Typen auch anders, ne? Wie der es einsetzt, wie viel Kraft er auch hat in sich und so weiter. Ja, aber es macht Spaß, das ist so mein Team. So bauen wir uns gerade auf und die Vorbereitung bis jetzt läuft top.
Ich fühle mich sehr gut, ich habe keine starken Blessuren oder so. Und es sind noch 2 gute Wochen zum Vorbereiten da. Die letzte Woche ist halt die Fight Week, also genau 3 Wochen noch bis zum Kampf. Und ja, Mann, ich kann es kaum erwarten. Wie du sagtest, Prag, Edelstadion, 35.000 Zuschauer und so Ostblock-Crowd, so weißt du. Ich weiß, die werden das feiern. Ja, Von Mann. daher, ich komme auf jeden Fall, um eine dicke Show dazulassen und dass die Leute auf jeden Fall meinen Namen nicht vergessen. Ja. Ja, das klingt schon auf jeden Fall mal sehr gut. Das ist ein Fußballstadion, also ein Open Air Ja. wahrscheinlich, eventuell. Ich weiß nicht, wie hoch du platziert sein wirst auf der Fight Card, weil die, die gerade So wie steht, es bei aussieht, Instagram, und ich irgendwie glaube, bin ich zweiter glaubst du Kampf es gerade, aber ich weiß nicht, ob das die offiziell offizielle. schon? Ist es die offizielle schon? Ich glaube nicht tatsächlich. Also so wurde Ach, es ist. gestern in einem Podcast von Nowotny gesprochen, dass die Ja. Fight Cards erstmal so stehen. Natürlich vielleicht der erste Kampf, wenn es Titelkampf ist oder so, ne? Dann ist es der erste, Ja. aber da unten kann sich noch was ändern. Auch wenn es dritte, Ja. vierte oder fünfter Kampf sein sollte, es wird noch hell Ja. sein, ne? Und Ja. wird das wahrscheinlich was Spezielles für dich sein, ne? So Open Air, so viele Menschen, frische Luft, keine Halle. Ja, was da Bereitet sich wohl man für Open. sowas irgendwie besonders vor oder? Ja, ich sag mal so, Stadion wird eh geil, wenn das, vor allem wenn das ausverkauft wird, so viele Menschen wie im Fußballstadion, also jeder, der mal so ein Fußballmatch geguckt hat, so wie wir hier zum Beispiel in Dortmund oder Fortuna, ich war mal so dort und das ist halt eine andere Atmosphäre, ne? Also da werden die Trommeln und so weiter, damit man die Fans hört. Ja, für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, das wird das ausverkaufteste Arena-Stadion für mich sein, auf dem ich gekämpft habe. Ich habe vor maximal 20.000 Zuschauern immer gekämpft, jetzt 35.000 Zuschauern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so einen Riesenunterschied machen wird. Das werde ich dann sehen. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. In erster Linie ist Fokus der Kampf. Fokus. Da wird mich sowieso nichts ablenken können, so, ne? Aber ich werde das schon auf jeden Fall ein bisschen wahrnehmen und auch feiern und genießen, weil deswegen mache ich das ja, weißt du? Es ist für den Spaßfaktor ein sehr wichtiger Punkt. Von daher finde ich das geil, ne? Also, ne? Ja, Mann, Für mich passt das das ist auch hier eh. zum Park, weil Ende des Jahres, also gegen Ende des Jahres, haben wir ja auch hier in Frankfurt das Stadion. Mal schauen, ne? Also wenn ich jetzt da ein gutes Zeichen setze, vielleicht setze ich mich ja auch Octagon hier in Frankfurt ein. Ja, und dann schauen wir weiter. War eigentlich direkt meine nächste Frage, aber ist ja nicht schlimm. Okay. Wie gesagt, du kämpfst gegen den Slowaken Marek Masu, der hat zuletzt den Jamie Cordero besiegt, auch ein sehr starker Junge. Ja. Was glaubst du, wie weit bist du dann von den Titelchancen, wenn du Marek Masu besiegst? Weil du hast schon Hodjat besiegt, der war sehr hoch Ja, platziert, glaube ich, Nummer ja. 3 oder 4 in Rankings. Jetzt Marek Ja. Masu. Ich will jetzt nicht so krass nach vorne schauen, ne? Aber sollte der Kampf in Kasten sein, was glaubst du, wie weit bist du entfernt von dem Titelkampf? Also ich denke schon so, ne? Also dass Hodjat ist jetzt auch nicht mein einziger Gegner, den ich geschlagen habe. Ich habe ja davor den Erhan Kartal. Ich sag mal, wenn ich jetzt den Marek besiege, stehe ich ja 3-0 bei Octagon. Also Titelchance wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, meines Erachtens her. Nur ich weiß jetzt, heutzutage ist ja ein bisschen Mediastream gefragt und so weiter. Deswegen fange ich ja auch ein bisschen so mit YouTube an, verstehst du? Das ist ja auch Ist natürlich ein richtig. Aspekt, warum ich damit angefangen habe, dass es ein bisschen auch lauter um mich wird. Ja, ich sag mal so. Nach dem Kampf in Eden werden die mir keine andere Möglichkeit geben, außer einen Titelkampf. So weißt du. Yes. Nur wann, ob das Ja, dann im ich. Stadion sein wird, in Frankfurt Ja, oder krass. ich sag mal Ja, ein bisschen krass. später, egal wann. Ne? Also ich stehe Ja. danach, weil ich weiß ja nicht, weil der Champion kämpft ja auch am Ja, 8.6. das. Kinzel gegen Penas, genau. Und was denkst du? Äh, Wie geht ich, der Kampf aus? ich muss sagen, Penas sehr gut. Ne, hat Chancen, SMMA hat Chancen, aber ich glaube, Kinzel, seine Erfahrung Ja, Mann. wird ihn da auf jeden Fall den Sieg bereichern. Ne? Und das geht ja auch darum, jetzt ich denke, der Kampf kann auch sehr hart werden für beide. Von daher wird der Champion auch bereit sein, seinen Titel nochmal im Oktober zu verteidigen, weißt du? Deswegen weiß ich halt nicht, ob das dann dort direkt stattfinden wird. Der Titelkampf.
Oder ich vielleicht noch einen Contender-Fight, so offiziellen Contender-Fight da machen muss. Also, ich strebe natürlich um mein Team, wir streben dafür, dass nach dem Kampf gegen Marek, weil er jetzt auch ein gerankter Kämpfer ist, den ich kämpfe, der zweite, dass ich dann natürlich für den Titel anstrebe. Aber das mal klären wir danach. So, also erstmal ist die Mission, Marek auszuschalten, so schnell wie es geht natürlich. Umso besser, umso höher der Prestigewert von mir. Und ja, und das sind sie auf jeden Fall dabei. Und ich denke, ja, das wird auch gemacht. Ja, safe. Okay, dann schließen wir Octagon 58 ab. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Ich in unserem Podcast, da gebe ich auf jeden Fall nochmal Prediction, denn ich habe schon mal die Prediction zu einem Kampf zwischen dir und Marek. Als du gehört hast jetzt, wie viele Tickets sind verkauft worden in Frankfurt, denn wir in Deutschland haben so ein Update 40.000. Ich habe gestern erfahren, 45.000 Tickets sind schon weg. Sollten bis zum 60.000 sein. Hast du am Anfang so, als du das gehört hast, okay, Stadion, ist es vielleicht nicht Nummer zu groß für Octagon? Oder war deine Gedanke so dabei, okay, vielleicht halb ausverkauft, vielleicht verkaufen die das aus? Was war deine Gedanke dabei? Nein, also Für die die deutschen Promo, ich sag mal, Verhältnisse, die, ne? ja, für deutsche Verhältnisse war vielleicht hart, ne, aber guck mal, ich bin ja schon seit der ersten Show hier in Frankfurt da, also dabei gewesen mit der Octagon Challenge und so weiter. Und da hatten die schon so ein bisschen Ticketstress, ne, weil waren ja für 10.000 Leute, ne, die Festhalle ist ja nur für 10.000 Leute, aber die hatten Anfragen für 15.000 oder 16.000 schon damals. Ne, also heißt das, die hatten 6.000 minus gemacht, weil die halt diese Festhalle hatten. Ja, aber so dann immer die Promo, dass die Stadt zu Stadt gereist sind und so weiter. Ich sag mal auch Christian Eckerlin, einen großen Dank geht auch an ihn raus, dass er durch seinen Social Media Content und so weiter so einen großen Hype reingebracht hat in der deutschen Szene. Auf jeden Fall großen Respekt daran. Und ja, der füllt die Hallen, muss man sagen, ne? Das ist Christian Eckerlin in erster Linie und auch jetzt der Kampf Christian Eckerlin gegen Christian Jungwirth, der auch natürlich eine starke Fanbase mitbringt und auch durch Social Media Content da auch nochmal glänzt. Ja, das ist auf jeden Fall das, was die Leute sehen wollen. So ein deutsches Duell. Ne? Die sagen King of Germany. Und so, weißt du. Ist gut, gute Promo, gute Show. Wird die Halle, das Stadion füllen. Sehr gut. Und das ist auf jeden Fall ein historischer Moment dann für deutsches MMA-Sport. Ne? Also wenn Ja, du sagst, sind definitiv. schon 40.000 oder 45.000 Tickets verkauft, ganz geisteskrank, muss ich sagen. Also das ist Wahnsinn. schon, das ist viermal UFC hier gewesen, nicht einmal Ja, so rangekommen, weißt du. Ja. nicht mal Halle ausverkauft, korrekt. Aber das ist das Ja. Ding, weißt du, von Octagon, weil die fokussieren sich auf den deutschen Markt, ne? Ja, Die meine ich möchten ja. Die bleiben. stecken da auch Die sagen rein. auch, richtig, wir sind eine deutsche Veranstaltungsreihe, genauso wie tschechisch und slowakisch, weißt du. Wir drucken nicht unsere tschechoslowakischen Leute nach vorne, sondern wirklich Champions League. Stirbt oder, weißt du, so überlebt oder stirbt einfach, so wie es ja auch sein soll in einem Kampfsport. Und nur die Besten von Besten bleiben halt dabei und das ist der Wahnsinn. Ich habe gestern nochmal extra nachgeschaut, weil ich habe so eine kleine Streitigkeit mit meinen Jungs in der Gruppe gehabt. Die haben gemeint, ja, die größte Events sind in Japan. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Aber die größte MMA-Veranstaltung war in Polen, KSW Colosseum 1. Ne, also reine MMA-Veranstaltung. Da waren 57.776 Zuschauer, glaube 58. ich. Ich glaube, das waren So. 58. Irgendwie so, auf jeden Fall an Korrekt. die 60, ne? Ja, Ja, das war und ja bis heute, Octagon bis hat heute ist das ja jetzt. die, ja, bis heute war das ja die zweitgrößte Veranstaltung. Man sagt ja immer noch, die größte ist Pride, ne? Aber du sagst ja jetzt von Rainer. Bei Pride waren ja auch Grappling-Matches, das war auch, glaube ich, K1. K1 und die MMA-Regeln waren ja auch nicht mehr die von heute, das waren so ein bisschen. Yes. Ich sag mal, Free-Fight-Regeln. Früher haben wir ja nicht MMA gesagt, wir haben Free-Fight gesagt. Vale Tudo. Und ja, also bleibt trotzdem legendär. Pride gibt es leider nicht mehr. Die haben Yes. halt krasse Hallen. 70.000 ist krass. Aber ich sag Ja. mal, wie du sagst, wenn schon Octagon jetzt hier an die 60.000 rankommt, mal schauen, was sie in 2 bis 5 Jahren machen. Ne? Also, Wahnsinn, ne? nächstes Stadion wird vielleicht von FC Barcelona sein. 100.000, 120.000, Boah, weiß das ich wäre nicht. krass. Wer weiß, wenn Aber Octagon go to Spain oder so und danach, ne? Die haben ja diesen brauchen die Spanier. so
Ekelins, Savadas und Aus Kogas und so Spanien, weiter ja. brauchen Ja, auch, ne? klar. Aber das Ding ist, was Oktagon schaffen kann, die können wirklich auf dem deutschen Boden einen Rekord zu schaffen, eine Geschichte zu schreiben, weil Ja. es wird wahrscheinlich dieses Jahr eventuell UFC in Spanien kommen. Ne? Die planen ja Madrid Fußballstadion, Santiago Bernabéu. Da passen, keine Ahnung, Ja. 80, 90, vielleicht 100.000 Zuschauer. Aber in Deutschland kann wirklich Geschichte geschrieben werden. Das ist krass, weil ich habe auch gestern irgendwie, ne, ich folge den Nowotny, ich schaue mir jeden seinen Podcast und die haben von 55 auf 60.000 jetzt erhöht, ne, in Krass. Frankfurt. Weil man kann ja da so ein bisschen, glaube ich, so spielen, ne? Sitzplätze, Ja, vielleicht für die Show. Und dann haben die gesehen, okay, ey, 45.000, gib ihm einfach. 60, das wird einfach nur geisteskrank, Alter. boah, das Puh. wäre krass. Ja. Wer nicht dabei ist, selber schuld. Da wird Geschichte geschrieben. Ja. Wer nicht dabei ist, ist selber schuld, ehrlich. Ja, ey, ich bin schon ultra gehypt. Ich bin gehypt auch auf deinen Fight. In 2 Wochen, 2, 3 Wochen geht es los. Da wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall viel Erfolg. Ich glaube an dich. Hundertprozentig. Dankeschön. Und ja, der Julian ist auf jeden Fall vor Ort. Vielleicht macht ihr ein schönes Interview nach deinem Sieg. Ja, Und klar. ja, ich möchte mich auf jeden Fall, David, bedanken für dich, für deine Zeit. Denn ich weiß, dass es jetzt in Vorbereitung nicht so viel Zeit ist. Und wenn man noch Ach, ist so. Familie hat und so, umso Ja. mehr schätze ich das sehr. Vielen Dank. Und war cooles Interview. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ja, Mann. Und Danke das dir auch, letzte Wort gehört Jakob. natürlich immer dir. Ja, danke dir auch. Macht wie immer Spaß, mit dir so eine Konversation zu führen. Und natürlich auch Vielen vielen Dank. Dank für den Support, ne, dass du mich auch vor die Kamera nimmst. Sind ja wenige Leute, die da immer aktiv bleiben, aber Hauptsache du bist da. Ich folge dir, ich sehe ja, was du alles tust und ja, es ist sehr gute Arbeit. Dankeschön. Ja, an der Stelle da bedanke ich mich an alle, die mich unterstützen, die meinen Kanal unterstützen, YouTube-Kanal, die mich privat auch im Training unterstützen. An die alle vielen Dank. Wir geben Gas, es sind noch 3 Wochen, bleibt dran. Road to Prag. Team Yes. Zawada, wir kommen 8., 6. Bleibt dran. 8.6. David Zawada im Prager Edenstadion. Support ist gefragt. David, schönen Abend. Vielen Dank nochmal für das Interview und euch danke fürs Zuschauen. Os. Los, mach's gut.